Die gute Nachricht der Woche ist diesmal die eine gute Nachricht schlechthin und gut weg, formerly known as Evangelium. Vor 2000 Jahren war das Wort Evangelium reserviert für gute Nachrichten aus dem Kaiserhaus, also sowas wie Eroberungen, Geburtstage, Kind geboren und so weiter. Und dann kamen einige Schriftsteller namens Matthäus, Markus, Lukas, Johannes und diverse andere daher und brachten auch ein Evangelium unter die Leute. Eine gute Botschaft, die sie mit der Person eines Jesus von Nazareth, genannt der Christus, verbanden. Ja, was hat es damit auf sich? Worum geht es im christlichen Glauben eigentlich? Warum ist es immer noch sinnvoll und heilsam, dem Weg Jesu zu folgen? Darum ging es schon immer in unseren BYs und heute und in den kommenden Folgen lade ich ein zu einem Glaubenskurs in, mindestens 4 Teilen unter der Überschrift Spurwechsel. Schön, dass ihr dabei seid. Herzlich willkommen aus der Martin-Luther-Kirchengemeinde in Witten an der Ruhr. Mein Name ist Dirk Schucklert und ich bin Pastor hier in unserer Gemeinde. Und das hier ist Hashtag BYY, Believe It Yourself, klug ist wer selbst glaubt, unser Journal für die wirklich wichtigen Fragen. Und der Frank in der Technik ist auch wieder da und Experte für wichtige Fragen. Lieber Frank, was möchtest du denn in deinem Leben unbedingt nochmal gemacht haben? Selber ein Flugzeug fliegen. Ernsthaft? Ernsthaft. Was für eine Größe? Viersitzig. Viersitzig. Einmotorig. Und auch wieder runterkommen, oder? Am besten, ja. Am besten. Also, eine Aufstellung all der Erfahrungen und Erlebnisse, die jemand in seinem Leben mal gemacht haben möchte, nennt man eine Bucketlist oder auf gut Deutsch eine Löffelliste. Die Herkunft beider Bezeichnungen für eine solche Liste weisen einen etwas ernsteren Hintergrund auf, als es das Spielerische und Träumerische einer solchen Liste vermuten lässt. Also Bucket heißt ja bekanntlich Eimer und sehr wahrscheinlich hat die Bezeichnung eine Beziehung zu der Redewendung to kick the bucket, was so viel heißt wie den Eimer wegtreten, auf dem wohl jemand steht oder stand mit einem Strick um den Hals. Naja, auch die deutsche Bezeichnung hat übrigens diesen Bezug. Was will ich alles noch gesehen und gemacht haben, bevor ich eben irgendwann mal den Löffel abgebe? Ja, ich weiß, ziemlich drastisch, aber deshalb auch umso eindrücklicher. Also angesichts der Tatsache, dass uns irgendwann mal jemand den Eimer unter den Füßen wegtritt oder wir den Löffel abgeben, kommt deshalb die Aufgabe des Tages recht früh im Video. Deshalb bitte auf die Pausentaste drücken und dann seine eigene Löffelliste oder Bucketlist schreiben. Was möchtest du in deinem Leben nochmal gemacht haben, gesehen haben, probiert haben, erlebt haben? Bitte schreiben Sie jetzt. Ja, worum geht es denn im christlichen Glauben eigentlich? Das soll Thema und Inhalt der nächsten BYY-Journals sein. Und entgegen der landläufigen Meinung im christlichen Glauben ginge es in erster Linie um die Kirche, Bekenntnisse und Gebote, also um richtige Orte, richtige Worte und richtige Taten, bin ich der Meinung, dass es erst einmal um dich und um mich geht. Also um unsere Träume, unsere Wünsche, unsere Erfahrungen und Vorstellungen, um unsere Enttäuschungen, unsere Hoffnungen, ja, um unser Herz halt, unsere Sinne und unseren ganzen Verstand. In erster Linie geht es also um dich. Es geht um dich und um deinen Lebensweg. Uns wird das Leben geschenkt. Wir haben es uns nicht ausgesucht. An einem bestimmten Ort, zu einer bestimmten Zeit finden wir uns in der Welt vor. Wenn alles gut läuft, wollen wir groß und stark werden in dieser Welt. Und während wir so heranwachsen, machen wir dann auch die ersten guten und schlechten Erfahrungen. Das Leben tut gut oder schmerzt. Wir entdecken unsere Möglichkeiten. Wir erfahren unsere Grenzen. Ja, wir machen Pläne, die gelingen oder die scheitern. Wir stecken uns Ziele, die wir erreichen wollen, erreichen können oder halt nicht. Das Leben kostet Kraft. Wir werden älter. Ja, wir werden auch reicher an Lebenserfahrungen, aber auch die Kräfte für die Herausforderungen lassen nach. Ich weiß, wovon ich rede, werde dieses Jahr 60. Das Leben wird Kampf. Wir versuchen, das zu erhalten, was wir erreicht haben, und dann müssen wir doch wieder lernen, loszulassen.
Irgendwo auf diesem Lebensweg, den ich gerade skizziert habe, befindest du dich. Und unsere menschliche Erfahrung sagt uns nun, am Ende verliert das Leben und der Tod gewinnt. Das können wir erkennen an den vielen kleinen Toten, die wir täglich immer sterben. Deshalb, egal wie lange deine Löffelliste ist, wie viel du davon abhaken konntest, es sind alles Erlebnisse mit Anfang und Ende, die dein Leben bereichern werden zwischen all den Erfahrungen des Scheiterns, der Schwäche und der eigenen Grenzen. Und doch stehen sie unter dem Vorzeichen des Vergänglichen und des Verwehenden. Beides, das Bittere und das Süße des Erstellens einer solchen Liste, kommt in diesem Video zu einer Löffelliste zum Ausdruck, das wir uns jetzt mal ansehen. Ich will auf die Zugspitze steigen, Ratschlag lernen, für einen Tag Captain sein. Nach Island reisen, etwas Neues entdecken und ein wildes Tier streicheln. Ich will auf einer Bühne stehen, Russisch lernen und einen Marathon laufen, die Polarlichter sehen und die wahre Liebe finden. Eine Mami sein. Steinchen auf dem Orinoco springen lassen, einem Fremden eine Freude machen, nein zu Hashtags, Likes und Instagram sagen, für mindestens ein Jahr. Ich will in etwas besonders gut sein. PS: Mir bleibt leider nicht mehr genug Zeit, das alles zu tun. Bitte, tu du es für mich. Ja, das eine ist sicher, das Leben geht vorbei. Das einzig Gewisse ist die Veränderung, die voranschreitende Zeit und dass am Ende der Preis für die Vergänglichkeit gezahlt werden muss. Unsere Erfahrung ist, wie schon gesagt, am Ende scheint das Leben zu verlieren und der Tod zu gewinnen. Das ist die Spur unserer Lebenserfahrung. Aber manchmal, wenn wir still werden und hinhören und hinsehen, dann finden wir auf unserer Lebensspur auch einen Hinweis, mit dem wir eine Ahnung bekommen, dass da mehr ist, dass da doch irgendwie eine Ewigkeit in unser Herz gelegt wurde. Der wunderbare Film Das Beste kommt zum Schluss hatte auch eine Bucketlist zum Thema. Jack Nicholson und Morgan Freeman machen sich auf den Weg, um dem Leben noch einmal auf die Spur zu bekommen, bevor der Tod scheinbar gewinnt und ihnen den Eimer unter den Füßen wegtritt oder ihnen den Löffel abnimmt. Und da schauen wir mal rein. Es ist einfach unbeschreiblich schön. Ich liebe es, über den Nordpol zu fliegen. Über die Trostlosigkeit. Die Sterne. Die sind Gott außerordentlich gut gelungen. Du denkst also, dass ein Wesen das alles erschaffen hätte. Ist es so? Du nicht? Du meinst, ob ich glaube, dass wenn ich rauf in den Himmel sehe und verspreche, dies oder das zu tun, der Meister, das hier alles ungeschehen macht? Nein. Demnach liegen 95% der Menschen falsch. Wenn mich das Leben etwas gelehrt hat, dann, dass 95% der Menschen immer falsch liegen. Man kann es auch Glaube nennen. Ganz ehrlich, ich beneide Menschen, die glauben können. In den Kopf geht's mir trotzdem nicht. Vielleicht, weil dein Kopf dir im Weg ist. Carter. Wir alle hatten schon hunderte dieser Diskussionen und jede einzelne von ihnen scheiterte an derselben Frage. Existiert nun eine Glücksfee mit Zauberstab oder nicht? Und niemand konnte diese Frage je beantworten. Und woran glaubst du dann? Ich widersetze mich jedem Glauben. Kein Urknall?
Kein zufällig entstandenes Universum? Wir kommen, wir gehen. Und das große Karussell dreht sich weiter und weiter. Was wäre, wenn du dich irrst? Ich irre mich sehr gern. Wenn ich mich irre, gewinne ich. Ich bin nicht sicher, ob es so funktioniert. Du willst doch nicht sagen, du weißt etwas, das ich nicht weiß. Ich glaube nur an etwas. Halleluja, Bruder. Und reich den Senf rüber. Wie wir in dem Gespräch der beiden jetzt zur Kenntnis nehmen können und vielleicht auch in eigener Erfahrung abbilden können, es kommt auf die Sichtweise an. Ist das Glas halb voll oder halb leer? Sehe ich in der Nacht nur einen Trabanten aus Staub und Stein am Himmel oder spannt in seinem Schein meine Seele ihre Flügel aus und fliegt durch die stille Lande, als flöge sie nach Haus, wie Herr Eichendorff, der alte Romantiker, dichtete. In der Bibel wird dieser Gedankengang, dieses Gefühl, diese Sehnsucht im Buch des Prediger Salomos zum Ausdruck gebracht. Wir hören mal auf Auszüge aus dem 3. Kapitel. Alles hat seine bestimmte Stunde, und jedes Vorhaben unter dem Himmel hat seine Zeit. Geboren werden hat seine Zeit, und Sterben hat seine Zeit. Pflanzen hat seine Zeit, und das gepflanzte Ausreißen hat seine Zeit. Töten hat seine Zeit, und Heilen hat seine Zeit. Zerstören hat seine Zeit, und Bauen hat seine Zeit. Weinen hat seine Zeit, und Lachen hat seine Zeit. Klagen hat seine Zeit, und Tanzen hat seine Zeit. Steine schleudern hat seine Zeit, und Steine sammeln hat seine Zeit. Umarmen hat seine Zeit, und sich der Umarmung enthalten hat auch seine Zeit. Suchen hat seine Zeit, und Verlieren hat seine Zeit. Aufbewahren hat seine Zeit, und Wegwerfen hat seine Zeit. Zerreißen hat seine Zeit, und Flicken hat seine Zeit. Schweigen hat seine Zeit, und Reden hat seine Zeit. Lieben hat seine Zeit, und Hassen hat seine Zeit. Krieg hat seine Zeit, und Frieden hat seine Zeit. Was bleibt nun dem Schaffenden von dem, womit er sich abmüht? Ich habe das mühselige Geschäft gesehen, das Gott den Menschenkindern gegeben hat, damit sie sich damit abplagen. Er hat alles vortrefflich gemacht zu seiner Zeit. Auch die Ewigkeit hat er ihnen ins Herz gelegt. Nur, dass der Mensch das Werk, das Gott getan hat, nicht von Anfang bis zu Ende ergründen kann. Ich habe erkannt, dass es nichts Besseres unter ihnen gibt, als sich zu freuen und Gutes zu genießen in seinem Leben. Doch wenn irgendein Mensch isst und trinkt und Gutes genießt bei all seiner Mühe, so ist das auch eine Gabe Gottes. Ich habe erkannt, dass alles, was Gott tut, für ewig ist. Man kann nichts hinzufügen und nichts davon wegnehmen. Und Gott hat es so gemacht, damit man ihn fürchte. Was da ist, das ist schon vor Zeiten gewesen, und auch was sein wird, ist schon vor Zeiten gewesen, und Gott sucht das Vergangene wieder hervor. Und weiter sah ich unter der Sonne, an der Stätte des Gerichts, da herrschte Ungerechtigkeit, ja, Ungerechtigkeit herrschte an der Stätte des Rechts. Da sprach ich in meinem Herzen, Gott wird den Gerechten wie den Gottlosen richten, denn er hat dort eine Zeit bestimmt für jedes Vorhaben und für jedes Werk. Ich sprach in meinem Herzen, es geschieht wegen der Menschenkinder, damit Gott sie prüfe und damit sie einsehen, dass sie an und für sich wie das Vieh sind. Denn das Geschick der Menschenkinder und das Geschick des Viehs ist ein und dasselbe. Die einen sterben so gut wie die anderen, und sie haben alle denselben Odem, und der Mensch hat dem Vieh nichts voraus, denn es ist alles nichtig. Alle gehen an denselben Ort. Alles ist aus dem Staub geworden, und alles kehrt auch wieder zum Staub zurück. Wer weiß, ob der Geist des Menschen aufwärts steigt, der Geist des Viehs aber abwärts zur Erde fährt? So sah ich denn, dass es nichts Besseres gibt, als dass der Mensch sich freue an seinen Werken, denn das ist sein Teil. Denn wer will ihn dahin bringen, dass er Einsicht in das gewinnt, was nach ihm sein wird? So, fassen wir also mal zusammen. Im christlichen Glauben geht es in erster Linie um dich, deine Lebensspur und die Herausforderung, dass wir mit Vergänglichkeit, Tod und Sterben fertig werden müssen.
Am Ende verliert scheinbar immer das Leben und der Tod gewinnt. So ist unsere Erfahrung. Und der christliche Glaube stellt jetzt diese Erfahrung in Frage und möchte uns eine andere Spur legen, auf die wir wechseln können. Im christlichen Glauben entdecken wir diese unendliche Sehnsucht nach mehr, nach Ewigkeit in unseren Herzen. Wir bekommen zu hören, es gibt einen Gott, ich bin es nicht, du bist es nicht, wir sind es nicht, Gott sei Dank. Aber davon mehr im zweiten Teil unseres Glaubenskurses Spurwechsel. Begleitend zur Reihe gibt es auf unserer Internetseite eine PDF-Datei zum Download mit den wichtigsten Stichworten aus diesem Video. Und daran könnt ihr euch auch inhaltlich ein bisschen langhandeln und mir eure Fragen schicken oder Ideen oder Gedankenanstöße. Ihr Lieben, das war's dann nämlich auch schon. Neben allen anderen Social-Media-Kanälen, auf denen ihr euch austauschen könnt, schreibt irgendwas in die Kommentare. Ihr könnt mich natürlich auch persönlich erreichen unter schubklatt@mlkg.de. Oder ihr schreibt eben mir auch etwas oder erzählt euch untereinander von eurer ganz persönlichen Löffelliste. Und vielleicht schreibt ihr unter dem letzten Punkt noch, was ich unbedingt mal gemacht haben möchte, ist Gott kennenlernen. So, bis demnächst hier im DIY-Studio. Passt gut auf euch auf, Gott tut es auch. Und zum Schluss noch ein schönes Musikvideo zum Thema von Samuel Harfst mit dem Titel Das Privileg. Viel Freude damit. Bis dann. Ist es nicht wunderbar, an diesem Tag zu sein? Ist es dein Privileg? Erachte es nicht als klein. Ist es nicht wunderbar, an diesem Tag zu sein? Ist es dein Privileg? Erachte es nicht als klein. Wenn du nichts weiter weißt, sich weiter als falsch erweist und deine Philosophie bleibt nur tote Theorie. Auch wenn du nichts mehr glaubst, Erwartungen zurückschraubst und sagst an Gott glaub ich nicht, sag ich dir, Gott glaubt an dich. Und er tut auch heute noch Wunder, Stunde um Stunde, Tag für Tag. Du, der Herr, heute noch Wunder, Stunde um Stunde, Tag für Tag, Tag für Tag. Legst du dein Leben hin, gibt er deinem Leben Sinn und macht dein Leben keinen Sinn. Leg in dein Leben hin, das wird ein Wunder sein, weder zu groß, zu klein. Lebe die Zeit in Perspektive, Ewigkeit, denn der Herr tut heute noch Wunder, Stunde um Stunde, Tag für Tag. Tut der Herr heute noch Wunder, Stunde um Stunde, Tag für Tag, Tag für Tag. Zu klein, lebe die Zeit in Perspektive, Ewigkeit. Was wird ein Wunder sein? Keins ist zu groß, zu klein. Lebe die Zeit in Perspektive, Ewigkeit. Denn der Herr tut heute noch.